Wo Menschen sich breit machen, wird die Natur zurückgedrängt. Auf Baustellen gibt es wenig Platz für Tiere. Das können die Umgebungsgeräusche eindrucksvoll belegen. Ein Projekt der Geobotanik an der Universität Freiburg nutzt Umgebungsgeräusche, um Veränderungen und Entwicklungen in verschiedenen Landschaften zu dokumentieren. Hältst du es fest? Ja. In einem Park bringen Sandra Müller und Michael Scherer-Lorenzen ein graues Kästchen an einem Baum an. In diesem Kästchen verbirgt sich eine von 300 Messstationen mit hochempfindlichen Mikrofonen, die jede Art von Schall aufzeichnen können. Es gibt ein Zitat von Bernie Krause, der sagt, wenn ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, dann sagt eine Tonaufnahme mehr als 1000 Bilder. Also eine Tonaufnahme, vor allem wenn sie über längere Zeiträume gemacht wird, enthält viel mehr Informationen als ein einzelnes Bild, was an einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort gemacht wird. Soundscape heißt das Projekt. Das kann man übersetzen mit Klanglandschaft. Und diese Klanglandschaft entsteht, wenn in Wäldern und auf Wiesen entlang von Straßen und Flüssen alles aufgenommen wird, was einen Laut von sich gibt. Im Abstand von 700 Meter sind die Lauscher aufgestellt. Im 10-Minuten-Takt werden einminütige Geräuschsequenzen aufgezeichnet, die abhängig vom Aufstellungsort völlig unterschiedlich sind. Aber wenn man durch einen Fichtenwald geht, gibt es kein Laub auf dem Boden, das raschelt, während man dort spazieren geht. Man geht über eine weiche Moosdecke, die Geräusche schluckt. Es gibt eine andere Tiergemeinschaft vor Ort, die natürlich zu anderen Zeiten aktiv ist, andere Laute von sich gibt, eine andere Komplexität hat, als eben im Kaiserstuhl, wo man vor allem Laubbäume hat, die andere Tiergemeinschaften anziehen und auch das Laub der Bäume anders mit Wind und Regen interagiert, als es zum Beispiel der Nadelwald tut. Zusätzlich zu den normalen Tonaufnahmen speichern die Messstationen Geräusche im Ultraschallbereich, damit man auch die Fledermäuse hörbar machen kann. Und es gibt Wetterdaten. Diese Aufnahmegeräte sind auch kleine Mini-Wetterstationen. Wir haben dort Temperatursensoren drin, Sensoren für die Luftfeuchtigkeit und auch für die Lichtstärke, damit wir später diese Umweltvariablen auch mit den Klängen und der Diversität der Klänge in Verbindung bringen können. Wenn alles im Kasten ist, geschieht eines garantiert nicht, dass sich jemand die ganzen Aufnahmen anhört. Und das würde viel zu lange dauern. Bei 300 Aufnahmegeräten über ein ganzes Jahr, da müssten wir uns 30 Jahre für die Tonaufnahmen setzen und die anhören. Das machen Computerprogramme. Wir speisen diese Tonaufnahmen also in den Computer ein und dort werden über bestimmte Algorithmen dann solche Indizes der akustischen Diversität berechnet. Was man erkennen kann, ist eine Art Konkurrenz der Geräuscheverursacher. Wo Maschinen und Menschen dominieren, gibt es kaum Tiergeräusche. In naturbelassenen Bereichen tönt es dagegen sehr viel. Am Gesang der Vögel lassen sich die Tageszeiten und der Jahreszeitenverlauf festmachen. Man kann die unterschiedlichen Arten herauslesen und auch feststellen, wenn in einem Gebiet plötzlich eine neue Art auftaucht. Als nächstes sollen die Tonaufnahmen auf Zusammenhänge zwischen der Landnutzung und der Artenvielfalt untersucht werden. So kann Soundscape dazu beitragen, das Verhältnis zwischen Mensch und Natur zugunsten der Natur neu zu justieren.